Ja, liebe Freunde, der Matthias ist, glaube ich, zu feige, die Ansage hier zu machen, wie er mir gerade berichtet hat. Deswegen mache ich das mal. Willkommen. Österreich gegen Kasachstan ist das heutige Spiel am Dienstagabend. Ich spiele mit Kasachstan und der Matthias spielt mit Österreich. Also sind die Rollen wahrscheinlich klar verteilt. Österreich ist der ganz klare Favorit. 4 Sterne gegen 1,5 Sterne. Ja, Kasachstan im altbewährten 4-2-3-1 mit den ganzen Superstars an Bord. Wer kennt sie nicht? Nusebalf. Wo ist Schmidtgeil denn? Geiler. Das ist der einzige, den ich kenne. Schmidtgeil ist der einzige, den man kennt. Den wahrscheinlich nicht. Ja. Und Schmidtgeil Kräuter für. Nicht? Oder nee, nicht. Dann muss man den natürlich kennen. Entschuldigung. Ja, der ist ja quasi Deutscher, beziehungsweise deutschstämmig. Und noch einen Schluck aus dem Kaffee genommen. Und dann kann das Kracherspiel auch losgehen. Ich möchte nicht. Also eine knappe Niederlage wäre noch okay, aber so unter die Räder kommen nicht. Wobei ich denke, das ist schon mal eine einseitige Kiste. Ist das wie es mal? Ja, guck doch mal, gerade schon Ball, schön Ball versprungen. Also, wenn es so Teams sind mit, weiß ich nicht, 4 Sterne gegen 3 Sterne oder so, dann kann man noch sagen, das ist noch relativ offen. Wenn es 4 Sterne gegen 1,5 Sterne sind, kann man normalerweise davon ausgehen, dass das ein Quatsch ist. Ist ja jetzt schon. Kommt nicht hinterher, die ist ab, bei drin. Aber auch schön gemacht. Zu deiner Verteidigung dazu sagen. Wenn du ja zwei derbe Niederlagen einstecken müsstest, mit eigentlich einem Gleichstand verdienst, ist das ja auch jetzt relativ einfach für dich, dich mal hier durchzukommen. Ja. Ah, gut, für die ganzen österreichischen Fans hier ist es vielleicht. Balsam für die geschundene Seele nach der unglücklichen Niederlage gegen Deutschland. Sein Ergebnis sei nicht die ganze Zeit im Brems spielen. Ah! Na gut, da tut sich ja zu Dortmund ist das ja momentan kein großer Unterschied. Ja, beide recht schlecht momentan. Ist halt auch nicht unglücklich. Oder Dortmund zumindest. Beide hinter den Erwartungen zurück. Ach ey, das ist ja das ist einfach zu schlecht, das finde ich natürlich auch nebenbei. Ja, ich hoffe nicht, dass du mit Alaba spielst, das ist natürlich extrem unrealistisch. Das ist immer ja, weil nichts verändert, wenn das ist. Das finde ich immer ein bisschen unlogisch bei den ganzen Fußballspielen, dass man dann die Sterne der Spieler dann an der Geschwindigkeit anlegt. Und weil jetzt Kasachstan das ist, müssten die Spieler ja dadurch dann nicht langsamer sein. Ja, irgendwie muss es ja nicht. Dass du jetzt hier den Ball verlieren wahrscheinlich. Aber sollst du doch vielleicht an der Technik oder an der Schussgenauigkeit oder so festmachen oder nicht immer nur an der Geschwindigkeit. Also ganz viel kommt von Österreich jetzt auch nicht, ne? Zweiter Schuss schon, wie ein Stolz. War noch keiner, wo der Torwart halten müsste, aber. Das kann sich nur noch eine Frage der Zeit sein. Oh! Also das dann hat das Spiel echt im Griff verloren. Gut, es wird so lange gut gehen, bis du die zweite Chance hast. Das kann ich wahrscheinlich wieder nicht mehr. Guck mal, wie langsam die. Versuchen den Spieler vielleicht zu doppeln oder sowas. Schon geil, wo ich den Ball durch angreifen wollte, da war der Spieler nur eigentlich 2 Meter weg. Er hätte locker hinlaufen können, aber er hat dann erst eine halbe Stunde gebraucht. Das war kein Foul. Mein Gott. Ich meine, das Kasachstan schlecht ist okay, aber dass sich Österreich diesem Niveau anpasst, das finde ich nicht.
einem Meter kriegen sie den Ball. Was willst du da machen? 3-2 Schüsse Kasachstan, 0-2. Naja, es sei dir gegönnt. Ja. Deinen ganzen Schlappen. Ich will auch ein Tor machen. Sind wir auch wie bei Pro Evo so Essig-Nationalmannschaften? Nein, und nicht rein. Ah, hör, ja, das ist ein tschechisches. Die haben wohl so wenig Nationalmannschaften hier. Nein! Leute, Idee. Halbzeit. Ja, von der Statistik ist es noch relativ ausgeglichen, nur dass ich halt keinen Schuss auf Tor gekriegt habe. Wir sind so langsam. Das ist gut. Das. Also, was willst du da machen? Ich hätte ja das mal auch mal gehalten. Ah, so einer hat sich neuer eben auch gefangen. Den muss er aber halten. Neuer, den ich höre, dann kann er sich ja, da. Ja, dazu aber ein Team mit 5 Sternen gegen ein Team mit 4 Sternen. Ein Team mit einer. Ja, das hat er damit nichts zu tun. Der Schuss kam ja trotzdem aufs Tor. Ja, aber der Torwart hat dann, wenn ich nicht, Neuer 85 Stärke und nicht rechts auf dem Torwart oder so. Muss dann normalerweise. Ja, wenn du dir da hinten einen zurechtfummelst, dann wie soll ich den mal auf Torschüsse kriegen? Schön abgeblockt. Ja. Meine Mannschaft hat anderthalb Sterne, da musst du auch nicht viel machen. Machst du einen Pass nach vorne, dann bist du auch schon durch. Du musst aber erstmal den Ball haben, wenn du da 100 Jahre lang rumtrennt hast. Ah, das gibt's. Da kriegen wir auch keine Kraft hinter. Oh, Kasachstan. Es war so klar, dass er den wieder ins Außen dengelt. Dengel, 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 dengel. Das gibt's nicht. Es gibt es nicht. Ja. Der erste Schuss aufs Tor. Nee, das war der dritte aufs Tor. Den hätte also ein normaler, guter Spieler hätte den eigentlich reingemacht. Die Position wäre ideal. Ich muss jetzt auch langsam mal abhalten. Ja, das war der Abzug. Gut, standesgemäß nicht ganz. Das war doch offener, als ich es eigentlich angenommen hatte. Gut, das Ergebnis war klar. Nun, guck schon auf deine blöden Statistiken. Neunmal Mente, ne? Und zwar zweite, wenn aufs Tor, nicht der dritte. Hast du diese Passgenauigkeit nicht hochkriegst? Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich mach so viele Steilpässe. Und spiel nicht die ganze Zeit hinten rum wie du. Das hilft ja auch meistens.